Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video und zu meiner neuen Rubrik hier auf meinem Kanal. Mein erstes Let's Play, die Sims 4 Star Wars, die Reise nach Batuu. Als ich gehört habe, dass Sims 4 also ein neues Erweiterungspack bekommt, und zwar noch Star Wars, dachte ich, jetzt ist meine Gelegenheit, um ein Let's Play zu starten hier auf meinem Kanal, weil Star Wars gehört ja auch zu Disney. Und ich bin ein riesengroßer Sims-Fan. Seit meiner Kindheit habe ich Sims gespielt und gesuchtet. Und ja, das war halt die Gelegenheit und ich dachte, komm, jetzt startest du. Ich möchte auch nicht so lange hier drumherum reden. Ich möchte eigentlich mit dem Spiel anfangen. Ihr seht, ich muss immer ein bisschen hochgucken, weil mein Computer über der Kamera steht. Das heißt, ich kann nicht die ganze Zeit in die Kamera gucken. Die Technik wird sich auch in den nächsten Streams noch etwas verbessern. Ich bin noch etwas provisorisch aufgestellt. Ich habe es mir einfacher vorgestellt, ein Let's Play zu filmen. Aber es kommt noch eine bessere Kamera, noch ein besseres Mikro. Also steinigt mich nicht, wenn die Qualität jetzt nicht hundertprozentig ist. Es wird verbessert in den nächsten Streams. Wir legen jetzt los. Ihr seht, wir kommen bei die Sims 4 Star Wars Reise nach Batuu. Wir starten jetzt. Ich habe noch nicht angefangen. Was ihr braucht für das Erweiterungspack ist eigentlich nur die Sims 4 Basisversion. Ihr braucht auch keine anderen Erweiterungspacks. Ihr seht, ich habe nur an die Arbeit hier und Elternfreuden. Ansonsten habe ich noch nicht viel bei Sims 4 gekauft. Und ja, wir starten jetzt ein neues Spiel. Ich werde jetzt eine Familie erstellen. Da nehme ich euch jetzt nicht mit, weil sonst wäre der Part eigentlich jetzt schon gefüllt mit einer Familie zu erstellen. Und das mache ich jetzt schnell. Da kommt jetzt ein kleiner Cut und dann zeige ich euch, wer meine Familie erstellt ist. Ah. Ja, nachgefühlt 3 Stunden später, nee, so lange hat es nicht gedauert, aber der männliche Charakter hat für mich noch ein bisschen länger gedauert als der weibliche. Ich bin halt es gewohnt, weibliche Charaktere zu erschaffen. Genau, warum 2, das erzähle ich euch gleich. Sie sind auch nicht familiär irgendwie verwandt, sind 2 eigenständige Charaktere. Einmal hier Monimaus, das bin ich selbst. Wer mich übrigens nicht kennt, ich mache normalerweise Disney-Videos, bin aber auch in anderen Freizeitparks unterwegs. Und ja, jetzt hier zu meinem ersten Let's Play. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch über ein Abonnement freuen und auch über ein Like. Gerne könnt ihr auch unten kommentieren, ob euch die Charaktere jetzt hier gefallen, die ich kreiert habe. Ob ich noch irgendwas ändern soll. Es soll ein interaktives Let's Play werden mit euch zusammen. Ich werde mir eure Kommentare dann durchlesen. Und ja, also hier haben wir einmal Ray, / Monimaus. Die hat die Eigenschaften. Es gibt nämlich hier eine neue Eigenschaft. Das ist die Star Wars Eigenschaft. Wenn die Sims reisen, werden ihre Bedürfnisse leichter erfüllt. Man kann hier auswählen zwischen Hoffnung versus Ordnung. In der Welt von Batuu spitzt sich der Konflikt immer weiter zu. Dieser Sim möchte den Black Spire Außenposten erkunden, um herauszufinden, ob er sich dem Widerstand oder der Ersten Ordnung anschließen will. Genau, das ist im Prinzip Moni. Die möchte sich dann der Widerstand anschließen. Die Erste Ordnung sind ja sozusagen die Bösen, der Widerstand die Guten. Deswegen auch dieser Ray-Look. Sie wird sich dem Widerstand anschließen. Ihre Charaktere oder ihre Eigenschaften sind gesellig, aktiv und fröhlich. Ich denke mal, das sind ganz gute Eigenschaften, die zum Widerstand passen. Genau, es gibt auch, ich wollte euch kurz mal zeigen, es gibt extra Frisuren für Star Wars Reisen nach Batuu. Die seht ihr jetzt hier aufgelistet. Es gibt auch Kleidung. Seht ihr jetzt hier nachgefiltert. Es ist einiges noch nicht freigeschaltet. Das wird dann im Laufe des Spiels wohl freigeschaltet, wie ich mitbekommen habe. Genau, also haben wir hier einmal Ray oder Monimaus. Und hier haben wir Han Solo / Bail Organa. Ich musste wirklich googeln. Ich wusste nicht, was für einen Namen ich ihm geben sollte. Habe ihm jetzt einen Namen aus dem Star Wars Universum gegeben. Aber er ist ein bisschen an Han Solo angelehnt, aber ich wollte ihn jetzt auch nicht Han Solo nennen. Er wird sich hier dem, also er wird ein Schurke, ein galaktischer Freibeuter. Dieser Sim möchte sich keiner Seite anschließen und mischt sich lieber unter die Schmuggler und Kopfgeldjäger des Landplaneten Batuu. Noch nicht so gewohnt, so viel zu lesen. Und sich nebenbei mit dubiosen Geschäften ein paar Credits zu verdienen, kann schließlich nie schaden. Genau, deswegen 2 Charaktere, weil es halt die 2 Eigenschaften hier gibt. Und damit es auch nicht langweilig wird und nur ein Strang gespielt wird, habe ich jetzt die beiden Charaktere hier.
zusammengestellt und genau. Das ist Bale. Der hat die Eigenschaften selbstsicher, auch aktiv, weil ich glaube, man braucht für mit dem Kampf, mit dem Lichtschwert, braucht man sportliche Aktivität. Deswegen ist er auch aktiv und er ist ein Genie, weil als Schmuggler kann man nie clever genug sein, dachte ich mir. Dann, was ich euch auch noch zeigen wollte, was ich richtig cool fand, hier gibt es auch Frisuren. Star Wars eigene Frisuren, aber Männer haben nur zwei verschiedene Paar Frisuren. Einmal der Han Solo Look und dann einmal Topf, aber ich bleibe beim Han Solo Look. Dann, was ich richtig cool fand, war, Moment, das zeige ich euch jetzt noch. Ihr habt so vorgefertigte Styles, fand ich eigentlich ganz cool, aber was ich auch cool finde, ist, hier einmal könnt ihr aussehen wie Boba Fett. Also, wie cool ist das denn? Auch passt dann auch, wenn man Kopfgeldjäger werden will, aber das erstmal mache ich das nicht. Dann könnt ihr auch aussehen wie Darth Maul. Auch cool, aber der ist ein bisschen zu freundlich dafür. Was haben wir hier noch? Luke Skywalker. Und nicht zu vergessen, Darth Vader. Ja, ihr könnt auch aussehen wie Darth Vader mit Converse-Schuhen. Ne, wir bleiben erstmal bei dem Standard-Look, den ich vorher ausgewählt hatte, obwohl ich die anderen echt cool finde. Und ja, jetzt wo war denn mein Outfit? Hier. Ja, also die haben sind nicht familiär verwandt, sind zwei eigenständige Familien. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt. Ich bin sehr gespannt. Genau. Nochmal ein Foto. Ja. Habe ich jetzt ein Foto gemacht? Klick das Häkchen. Ah, nee. Ja, das passt. Genau. Also, ich habe das Spiel, wie gesagt, noch nicht gespielt. Ich habe mich ein bisschen informiert vorher. Ich möchte die Streams, es ist egal, was wir hier in der Wohnwelt wählen, weil die eh gleich nach Batuu fliegen werden. Genau. Ich werde die Streams so versuchen, so 25 Minuten, 30 Minuten lang lang zu halten, dass es nicht zu lang wird. Und jetzt in den nächsten Tagen versuche ich auch jeden Tag oder jeden zweiten Tag einen Stream hochzuladen, weil es ja gerade sehr aktuell ist. Das Spiel ist ja heute rausgekommen und hat übrigens 20 Euro gekostet. Also ihr braucht im Prinzip Sims Basispack und dann braucht ihr das Gameplay für 20 Euro. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ihr in den Urlaub fliegt. Genau, ich möchte mit Bale reisen. Hört auf zu reden. Ja, das fängt ja schon mal gut an. Wo ist denn hier Batuu? Ich möchte reisen. Aber wohin? Nach Batuu. Ah, da war was. Da war... Hä? Nee. Mist. Das fängt ja schon an. Okay, ich bin gerade ein bisschen lost. Ich gehe nochmal zurück. Was steht denn da? Lass mal Pause machen. Nervt das immer, wenn die dabei reden. Ja, reisen, aber... Urlaub nehmen. Obwohl ich auch gehört habe, dass man um 9 Uhr gefragt wird, ob man nach Batuu reisen möchte. Wir warten jetzt ein bisschen. Ob das dann funktioniert. Wer ist das denn? Den kenne ich nicht. Bereit? Ja. Ich bin bereit. Wenn du bereit bist, nach Batuu zu reisen, klicke auf den Telefon-Welle-Menü, Reisen, die Option Urlaub nehmen. Ah, siehst du, ich muss Urlaub nehmen. Nicht reisen. Das ist aber auch sehr verwirrend. Soll man das? So, den nehmen wir auch mit. Ist schon direkt der erste Fail. Also ich bin kein professioneller Let's Player, wie man das unschwer erkennen kann. Achso, ich muss Play drücken. Dann, ja, es tut mir leid, wenn es am Anfang ein bisschen chaotisch ist oder auch zwischendurch chaotisch ist, hab wirklich... Kein Plan, ich habe mich nicht wirklich vorher informiert und es wird einfach ein Blind-Let's Play. Wahrscheinlich, jetzt hört ihr auf zu reden. Fand ich super chaotisch. Ah, da ist es. Batuu. Ah, so sieht's also aus. Ja, es gibt, wie es aussieht, drei Bereiche, Bezirke. Wir haben einmal das Lager des Widerstands. Das Lager des Widerstands befindet sich tief in den Wäldern von Batuu. Es heißt, Vi Moradi, die berühmte Spionin des Widerstands, würde sich dort aufhalten.
Du musst dir allerdings das Vertrauen des Widerstands verdienen, bevor sie dich mit offenen Armen empfangen. Dann haben wir den Blackspire Außenposten. Das ist der zentrale Umschlagplatz von Batuu. Hier findest du den Unterschlupf Ogas Kantina, Dock Bondas Antiquitätenhöhle und zahlreiche Anbieter von Speisen und Getränken. Und der letzte Bezirk ist der Bezirk der Ersten Ordnung. Das ist der Sektor auf Batuu, der von der Ersten Ordnung besetzt wird. Hier findest du Leutnant wahrscheinlich Agnon. Also ich habe Star Wars gesehen, aber entschuldigt bitte meine Aussprache. Und das Druidendepot, falls du dir einen eigenen Druidenkumpel anschaffen möchtest. So, ich würde sagen, wir fangen an im Black Spire Außenposten. Was ich schon gehört habe, ist, dass es an Galaxy's Edge angelehnt ist. Also Disney World Florida und Disneyland Anaheim. Da gibt es ja schon die zwei Themenbereiche in den Parks. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich war noch in keinem der beiden Parks. Aber ja, es soll mega sein in den Parks und ich hoffe, dass es jetzt auch in dem Let's Play so sein wird. Willkommen auf Batuu. Auf Batuu verwendest du eine andere Währung, die galaktischen Credits und ein besonderes Inventar. Keine Sorge, deine Simoleons und Inventarinhalte sind zu Hause sicher. Sieh dir zu Beginn des Kar die Karriereleiste an für deine erste Mission. Sag ja, vorlesen ist noch nicht so meine Stärke. Sieh dir zu Beginn die Karriereleiste für deine erste Mission an, um den Einstieg zu finden. So, genau, wir spielen jetzt mit Moni Maus. Ich muss erstmal hier Pause machen, bevor die hier irgendwo anfangen rumzulaufen und ich weiß, wo sie hinlaufen wollen. Wir kommen auf Batuu in der Karriereleiste. Ja gut, das habe ich gerade schon gelesen. Entfernen. Hallo. Also, meine Karriereleiste ist hier Mission Willkommen auf Batuu. Wahrscheinlich sind dieselben Missionen. Genau. Batuu Outfit im Unterschlupf planen. Im Umpla und auffrischen und Essen bei Docking Bay 7 bestellen. Ja, hier sind wir auf Batuu. Schauen wir uns das Ganze erstmal an. Kamera ist schon ein bisschen länger her, dass ich Sims gespielt habe. So sieht das hier aus. Naja, da kann man sich schon mal auffrischen. Hier ist das Essen bei Ronto Roaster bestellen. Modifizierte Uti Lipette Transportschiff scannen. Aha. Oh, hier haben wir den Millennium Falcon. Mit dem kann man wohl später auch ins All fliegen. Ich bin sehr gespannt. Da muss man erstmal weiter voranarbeiten. In Dock und das Antik einkaufen. Und, ah ja, hier haben wir Ogas Kantina. Ansonsten. Ich kann euch nach unten. Das mache ich gleich. Hört mir Auto. Wahrscheinlich wieder nach Hause fahren. Aber da wir zu Hause nicht mal ein Haus haben, bleiben wir einfach auf Batuu. Egal. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit den Missionen. Das hatten wir ja hier mit dem Outfit, Batuu-Outfit planen. Dann machen wir das mal und uns direkt mal auffrischen. Und bei Docking Bay 7, guck mal, die hier war. Workshop. Seht schon, ich bin verwirrt. Habe ich ja jetzt gemacht? Ach so. Nice, genau. Eigentlich möchte ich mich nicht umziehen. Warum hast du jetzt so was Hässliches an? Oh. Ich möchte das wieder anziehen. Nee, das war hier nicht. Oh Mann. Was ist das? Hä? Sets. Hier war mein Set. Was ist das? Was? Das hier an? Ah. Ja, verwirrt, was ich anhatte. Hatte ich das an?
aber auch nicht gerade besser aus. Ich lasse das. Ihn. Ja, mein Weg. Kann so bleiben. Oh, immer noch Essen bestellen. Oh, ihr seht schon, ich bin total lost. Ich muss mal zwischendurch aufs Handy gucken. Der Uhrzeit. So. Das haben wir schon mal. Im Unterschlupf auffrischen macht sie jetzt auch. Aber ich wollte Essen bestellen. Sie findet in der Nähe des Millennium Falken. Ah ja. Also gibt es sogar Tipps. Aber ich... Millennium Falken. Stormtrooper? Stormtrooper? Ah ja, Essen bei Docking Bay 7. Ah, da haben wir es. So, dann machen wir das direkt mit, wie heißt du doch mal? Ich hab deinen Namen vergessen. Ah, was bestellen wir denn? Wasser? Nee. Aus dem Popcorn? Nee. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 100. Was auch immer was für eine Währung ist. Bronto Wrap. Stellen wir jetzt mal. Einzelportion. Übrigens, wenn ihr die Gerichte, habe ich gehört, wenn ihr die Gerichte hier esst, könnt ihr die dann auch dann, wenn ihr normal Sims weiterspielt, dort auch dann wieder essen. Ja, Sims 4, die Reise nach Batu ist im Prinzip, wo ist die, Welt? Mal verwirrt. Ist jetzt nicht so ein freies Gameplay, wie ihr sehen könnt. Ihr müsst Missionen erfüllen. Was ich im Prinzip, was ich nicht schlecht finde. Auch Mission erfülle. Jetzt finde ich schon wieder das Auffrischungszelt. Ah, hier. Auffrischen. Oh. Batu-Plan. Genau. Ja. Das machen die jetzt erstmal. Dann gucken wir mal, was wir für eine Mission wir bekommen. Ja, also. Oh, hier gibt es jetzt schon. Er kann schon mehr auswählen. Warum auch immer. Dann nehmen wir mal was günstigeres, eine mustafaranische Lavarolle. Weil wir müssen ja auch Geld sparen. Durch die Mission, hier seht man es, bekommt man auch Geld. Dann kann man sich auch später Lichtschwerter kaufen. Druiden. Das kommt dann alles aber nach einiger Zeit. Und ja, also es ist kein freies Gameplay. Ihr könnt ja auch kein Haus bauen im Prinzip. Also hier euer Grundstück, Familie gründen oder so auf Batu. Das geht nicht. Ihr könnt halt diese Mission erfüllen und dann steigt ihr auf im Rang. Was haben wir hier eigentlich? Ah genau, das ist unsere andere. Also das ist irgendwie unser Job. Also ist halt unser Beruf. Wenn wir dann dem Widerstand beitreten, kommen dann hier, kann man halt dann Jobs annehmen und dann werden die hier angezeigt. Und hier ist dann unser genereller Fortschritt. Schon wieder? Hä? Okay. Dann nehmen wir jetzt mal ein Popcorn. Warum auch immer du mal was isst. Ja, das ist hier unsere, sozusagen unsere großen Mission, die wir jetzt noch erfüllen müssen. Damit wir entweder dem Widerstand oder der ersten Ordnung beitreten. Hier steht auch, Mission für den Widerstand oder die erste Ordnung abschließen. Heißt, hier müsst ihr euch dann entscheiden, welcher der Fraktionen ihr beitreten wollt. Genau, jetzt müsste das jetzt gleich... Ah ja, jetzt ist hier fertig. Die erste Sache. Und nach dem Widerstand fragen. Auf... Sims... auf Sims auf Batu klicken und sich nach dem Widerstand... Das war jetzt irgendwie kein deutscher Satz für mich. Oh, ich habe die Fitnessfähigkeit erworben. Aufgrund der hohen Fitness ist es Uni nun möglich, verschiedene Trainingsarten. Oh, das ist doch. Ah ja. Boah, dieser. So, was hast du jetzt eigentlich schon wieder für ein hässliches Ding an? Ach, was war denn mein Outfit? Wollte, das war das, was. Jetzt? Im Boy? Joa. Nimm mal den. Es kann schon anstrengend, alles zu koordinieren mit zwei Sims, aber ich muss mich erst eingrooven. Wahrscheinlich wird es in Part 2 und Part 3 dann schon besser. So, da ist meine Moni, die Ray.
Und ich soll nach dem Widerstand fragen. Ja, dann fragen wir doch nach dem Widerstand. Oder nach der ersten Ordnung. Ist ja auch egal. Dockt. Das machst du. Und was machst du? Auch fertig. Ja, dann kannst du auch mal... Gehen wir mal in Ogas Kantina. Oh, hier geht die Party. Mich würde ja sehr interessieren, ob das wirklich auch so aussieht. In Walt Disney World oder in Anaheim. Galaxy's Edge. So, der geht. Warum redest du mit dem. Warum redest du mit dem Stormtrooper? Warum joggst du so schwul? Ein Schurke. Ja, gut. Übrigens wollte ich jetzt jemanden beleidigen. So, oh, du bist schon fertig mit Reden. Warum hast. Ist der denn jetzt hingelaufen? Soll ich ihm doch nach der ersten Ordnung fragen? Oh. Erster Ordnung. Anzeigen? Ja? Erste Ordnung spricht am besten mit Lieutenant Argon. Er hält sich in der Nähe. Ach, direkt wieder Sport. Der Frachthalle der ersten Ordnung auf. Achso. Okay. Ja, wir müssen noch weiterreden. Wo haben wir denn hier? So, hier haben wir Stormtrooper. Ja, dann fragen wir mal nach der ersten Ordnung. Der wird ja da wohl was wissen. Das auch mal weg. Erste Ordnung hat einen das Außenbezug. Dort findest du. Freut mich. Okay, den haben wir auch gefragt. Und wen haben wir hier? Nach der ersten Ordnung fragen, haben wir das gekriegt. Wo ist mein Bail? Er macht hier Party. Haben wir auch mal nach der ersten Ordnung. Widerstand. Er hat aber auch viel zu viel gegessen hier. Also. Könnte ein bisschen abspecken. Wenn du nach der ersten Ordnung suchst, versuch es mal in der Frachthalle der ersten Ordnung. Okay. Frag's jetzt nach dem Widerstand. Ja, hat er schon. Dann fragen wir ihn noch nach dem Widerstand. Und den können wir nicht fragen. Ach, hier haben wir noch jemanden. Nach der ersten Ordnung. Komm hier auch mal zur Kantina. Einige Leute. Warum kann man den nicht nach dem Widerstand fragen? Hörst du zur ersten Ordnung? Warum bist du interessiert am Widerstand? Wenn sie sich im Black Spire Ausmus verkrochen hätten, wüsste ich davon. Sie müssen sich irgendwo außerhalb der Stadt verstecken. Alles klar. Kann ich nicht nach dem Widerstand fragen? Wer ist er denn jetzt hier? Bail? Rennst du schon wieder hin? Sollst du nicht mit mir plaudern? Für deine Arbeit verrichten nach dem Widerstand? Joggen hier eigentlich alle? Nach dem Widerstand fragen. Nach Schurk müssen wir auch fragen. Rennt ihr denn jetzt hin? Macht ihr? Einen halben Kilometer weg? Das kommt schon mal weg. Wenn ich wüsste, wo sie stecken, würde ich ein paar Credits verdienen. Ich habe gehört, dass sie sich im Wald aufhalten sollen, aber wer weiß. Nicht viele Orte im Black Spire Außenposten, an denen sich der Widerstand verstecken kann. Wenn sie auf Batuu sind, haben sie sich sicher im Wald verkrochen. Okay. Du bist jetzt noch nach Schurken fragen, wie ja, weggerannt. Dich noch nach Schurken und
denn alle? Mal wieder zurück in die Kantine. Sie geht ja die Party. Oh ja, die macht hier schon gut Party. Dann fragen wir dich noch nach Schurken und dich noch nach Schurken. Was, warum ist, geht's ihm nur okay? Aber was, ja. Was hast du? Der ist auch nur okay. Aber ich muss noch nach dem Schurken fragen. Nach dem ersten Ordnung fragen. Wenn du Credits verdienen möchtest, sprich mit Hondo in Urgas Kantina. Er kennt ein paar Möglichkeiten für rechtschaffende Geschäfte, die dich interessieren könnten. Ja, das ist ja interessant für Bell. Schurken? Haha! Wir sind Piraten. Wir wissen nicht mal, was es heißt. Bitte darum, Missionen zu sehen. Bitte darum, Missionen zu sehen, und ich werde dir meine rechtschaffenden Geschäftsmöglichkeiten zeigen. Ich denke mal, wir werden jetzt noch die zwei Sachen abschließen. Wo bist du denn eigentlich schon wieder? Warum sitzt du da? Sollst ihn nach Schurken fragen? Also, es läuft nicht so geschmiert. Wo sind die jetzt alle hin? Warum sind die alle abgehauen? Oh. Sind wir alle schon wieder weg? Nach Schurken fragen. Also, wir schließen jetzt zwei Missionen ab von beiden. Selben? Ah. Okay. Mission abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss deiner ersten Mission. Da du dich nun auskennst, solltest du die anderen Nachbarschaften erkunden, indem du an deinem Telefon auf Reisen klickst. Neue Mission erhältst von Sims mit einem Fraktionssymbol über dem Kopf. Bessere weiter deinen Ruf bei den drei Fraktionen, um neue Möglichkeiten offenbar freizuschalten. So, er ist schon fertig. Und ja, da werden wir dann im nächsten Part Schurken Laufbahn einschlagen. Das war mit Moni hier noch gerade die Mission fertig, und dann werde ich den Part auch abschließen für heute. Hondo würde gerne mit dir sprechen. Du findest ihn in Urgas Kantina, wenn du dich bereit mit dem Widerstand oder der ersten Ordnung, jetzt geht das, verbündet hast, ist das kein Problem. Du kannst trotzdem für ihn arbeiten. Wenn es Credits zu verdienen gilt, behandelt er alle gleich. Ah ja, das ist gut zu wissen. So, dich fragen wir jetzt noch nach... Nach Schurken fragen wir nochmal den Dings. Und dich fragen wir jetzt nochmal, der sieht aber gar nicht gut aus, nach dem Widerstand. Schurken kann man nicht trauen. Wenn du verdächtige Aktivitäten merkst, erstatte sofort der ersten Ordnung Bericht. Alles klar. So. Sind wir jetzt auch hier fertig mit Moni. Mission abgeschlossen. Ja, dann werden wir uns im nächsten Part neue Jobs kümmern und dann auch weitere Hauptmissionen hier erfüllen, damit wir auch weiter im Rang kommen. Das war's von Part 1. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hier bei diesem ersten Part bei Sims 4 die Reise nach Batuu zuzuschauen. Wir werden auch die anderen zwei Gebiete erkunden im nächsten Part. Wir werden neue Jobs suchen. Und mal sehen, wie die Karrieren sich dann von Moni und Bale entwickeln. Ich würde mich freuen, wenn ihr ja morgen wieder einschaltet. Gebt mir gerne ein Like, ein Abonnement und bis morgen. Tschüss.